Die Russen kommen, ja. Und das in Age of Empires 3 in der Definitive Edition, mitten in der Kampagne Akt 2 Eis. Und jetzt erfahren wir auch, wieso Akt 2 Eis heißt. John und Canyon Kay erfahren, warum Warwick so weit Richtung Westen vorgedrungen ist. Können sie die Pläne des Zirkels durchkreuzen oder ist es bereits zu spät? Die Russen kommen. Diese Soldaten, das sind Russen. Noch ein Stamm von jenseits des Wassers? Ja, aber ein anderes Wasser, der Pazifische Ozean. Sie gehen Richtung Osten. Warwick hat den Weg markiert. Der Pass ist frei. Nichts kann sie aufhalten. Da Franzosen und Briten gegeneinander kämpfen, kann niemand die Kolonien gegen diese Armee verteidigen. Außer uns. Kannst du sie allein aufhalten? Nicht lange. Was hast du vor? Ich werde den Berg zum Einsturz bringen. Oh mein Gott, Leute. Die Russen kommen also. Das wollte der Zirkel, das wollte Warwick die ganze Zeit. Die Russen wollen Nordamerika und die Kolonien übernehmen. Und wir versuchen jetzt, den Berg zum Einsturz zu bringen. Ich werde Sprengladungen in den Bergen im Norden anbringen. Riegelt die anderen Pässe ab und zwingt die Russen, durch den Pass im Norden zu marschieren. Diese Bergarbeiter haben sich bereit erklärt, uns zu helfen. Wir können die Felsbrücken zum Einsturz bringen und diese Pässe abriegeln. Natürlich nur, wenn ihr verhindern könnt, dass die Russen uns umbringen. Alles klar, dann legen wir doch mal direkt los. Wo haben wir denn so unsere Siedler? Müssen erstmal schauen, dass auch wieder unsere Wirtschaft einigermaßen läuft. Also, wir haben hier unsere Gebäude. Und können eigentlich, wo können wir denn jetzt hier anfangen dann? Dass wir alles zum Einsturz bringen. Ah ja, hier. Fangen wir doch gleich mal da drüben an. Nehmen wir Canyon mit. Canyon. Haben wir einen Marktplatz irgendwo? Ah, hier drüben. Perfekt. Ah, jetzt haben wir natürlich keine Nahrung mehr. Da ist eine Höhle. Recht runter. So. Okay, die erledige ich mal schnell. Den einen Strelitzen. Da kommen schon Feinde. Wir brauchen aber erstmal Siedler. Wir versuchen mal den Strelitzen hier wieder abzulenken, wenn das geht. Ja, und wir könnten aber hier schnell Gefahr bekommen. Vor allem haben wir hier auch gar keine Truppen, ne? Und die reiten da jetzt wirklich hoch. Überhaupt nicht gut. Weitere Bergarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. Nein! Das ist schlechtes Timing, Leute. Nein, 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 nein. Oh, wir können uns da zurückziehen, das wusste ich nicht. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Einen verlieren wir, oder? Nee, sehr gut. Okay. Dann machen wir wenigstens mal dort weiter noch. Hier könnten Minutemen tatsächlich helfen. Machen wir das mal. Den Angriff abzuwehren, wobei wir wahrscheinlich hätten wir nicht mal die Minutemen gebraucht. Ein Trupp Russen ist im Anmarsch. Ah ja, da dürfen nicht zu viele durchkommen. Okay, die Bergarbeiter dürfen dann auch mal loslegen und zwar auf der anderen Seite bitte. So, die Trupp Russen, der Trupp Russen kommt. Wir brauchen natürlich auch Gold noch in Zukunft. Aber vor allem eben sehr viel Nahrung und, oh, was schicke ich mir jetzt? Ich glaube erstmal die 4 Siedler für eine schnellere, bessere Wirtschaft. Okay, wir gehen hier noch auf die Nahrung. Okay, das sieht gut aus. Ja, dann sollten wir aber mal jetzt ein paar Truppen bauen. Gegen die Kavallerie machen Musketiere Sinn, aber da haben wir natürlich keine Nahrung. Deswegen brauche ich noch ein paar Plänkler dazu gleich. Und die Musketiere müssen wir auch erst nochmal upgraden. Oh, das ist ein bisschen ungünstig. Laufe ich mal da kurz weg. Leider kann ich die Kanone nicht raussnipen. Ah.
Wo lauft denn ihr hin? Hallo, hallo, hallo. Weg da. Okay, jetzt zieht euch auch mal zurück. Weitere Bergarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. Wir brauchen vor allem Kavallerie-Leute. Das ist wichtig. Wo sind meine Bergarbeiter hin? Ihr müsst weitermachen. Ein weiterer Trupp Russen ist im Anmarsch. Vielleicht da hinten weitermachen. Oh, wir können ja auf die werfen. Ist das richtig? So so Art Granaten oder sowas. Die Russen haben eine Kanone hindurchgebracht. Ja, das ist mir... Oh nein, die Kavallerie fängt uns ab. Oh mein Gott, wieso kommt da jetzt so viel Kavallerie? Wir brauchen selbst mehr Kavallerie. Vor allem brauchen wir Häuser. Jetzt wird's langsam ein bisschen gefährlich. Hier vor allem, wieso sind hier unsere ganzen Siedler? So, Kavallerie wird gebaut, Musketiere auch. Und wir holen uns mal gleich 9 Ulane. Das sollte helfen. Okay, wir bauen hier noch ein bisschen was. Ja, und er stirbt jetzt hier gleich. Das ist überhaupt nicht gut. Ein Trupp Russen ist im Anmarsch. Oh, das war knapp. Oh, wir werden hier schon wieder angegriffen. Wir brauchen jetzt unsere Kavallerie. Ja, wird erledigt. Gegen die Strelitzen ist die Kavallerie super. Und die können ziemlich gut verteidigen, muss ich sagen. Eine weitere Kanone ist an uns vorbeigekommen. Ja, ich weiß. Wie viele dürfen denn vorbeikommen? Nur maximal 9 Stück. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Weitere Bergarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wenn wir jetzt hier die Kavallerie-Überlegenheit erhalten, haben wir einen ziemlichen Vorteil. Und wir müssen mal hier noch weitermachen. Angriff. Wir haben die absolute Kavallerie-Überlegenheit. Ich will jetzt hier bitte einmal noch Veteranen-Upgrade holen. Jawohl. Und wir können ins vierte Zeitalter. Mit 10 Musketieren, bitte. Yes. So, jetzt kommt die nächste. Darum kümmern wir uns jetzt. Die Bombarde werde ich vernichten. So, wir schießen mal auf die. So. Ja, die wird hier nicht mehr durchkommen, Freunde. Dafür sorge ich. Zack. Habt ihr gesehen, die Bergarbeiter, wie stark die sind. Ja, und die Kanone kommt auch nicht durch. Das war's jetzt hier mit der Überlegenheit der Russen. Wir haben jetzt hier die deutsche Kavallerie-Überlegenheit. Die haben gar keine Chance gegen uns. Oh, die kommen von links. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die von links dahin gehen. Okay, wir müssen hier noch helfen. Ja, wir müssen da drüben helfen. Und wie gesagt, einfach nur Kavallerie bauen. Das ist, glaube ich, das Schlauste, was wir aktuell machen können. Ein weiterer Trupp Russen ist im Anmarsch. Wir brauchen aber jetzt mehr Gold. Ready. Ah, wir haben ja noch eine Kulverine, die habe ich gar nicht genutzt. Die habe ich ja gar nicht genutzt. So. Ach ja, da fällt mir ein, wir müssen hier noch ein paar Upgrades dann holen. Verstanden. Jawohl. Heil. Ein Trupp Russen ist im Anmarsch. Ja. Kein Stress. Wir kriegen das hin. Richt. Ich muss noch ein paar Häuser bauen. Forster. Auftrag. Genau, hier haben wir auch alle erledigt. Wo kommt der Trupp Russen? Oh, der kommt auf der anderen Seite. Verdammt. Da sind wir noch nicht so schnell. Wir brauchen hier echt ewig, alle Pässe einstürzen zu lassen. Aber das kriegen wir hin. So, damit ist jetzt hier alles eingestürzt. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Ah, hier kommen wir auch genau richtig. Dass wir die Kanone bitte einmal schnell vernichten. Oh, Alter, die Kanone haut ja richtig rein. Und da kommen leider ziemlich viele Kosaken, die uns jetzt das Leben schwer machen wollen.
Verstanden. Was eher nicht so schön ist. Wird erledigt. Wollen jetzt hier zu unseren Arbeitern hoch. Ich hab schon das Gefühl. Angriff! Okay, wir brauchen hier mehr Ulane, Freunde. Ja, ja, ja. Haben eine Kanone hindurchgebracht. Was? Wo? Wir haben doch die Kanone aufgehalten. Gab's noch eine Kanone? Von der wir nichts wussten, oder was? Ja, wir verlieren hier gerade wieder unsere Bergarbeiter. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht gut. So, jetzt gewinnen wir aber den Kavalleriekampf hier zum Glück. Okay, und wir brauchen mehr Häuser. Ich muss noch mehr Häuser bauen. So, wir gehen mal ein bisschen stärker wieder auf Kanonen. Ein Trupp Russen ist im Anmarsch. Ja. Wir versuchen jetzt hier auch schon alles. Zwei Kulverinen schießen hier auch schon fröhlich. Und ich schicke mir jetzt nochmal... Ja, Plänkler machen gar nicht so viel Sinn. Mit Ulan sind wir schon gut aufgehoben. Wir brauchen einfach nur weiterhin Häuser. Aber dafür sorge ich schon. So, die wollen jetzt da rüber. Meine Bergarbeiter. Hallo, Bergarbeiter, schnell. Ihr müsst hier endlich diesen Pass noch zumachen. Auftrag in den Kampf. Also diese Kanone hält aber auch echt viel aus, muss man sagen. Auch wenn wir mit einer Kulverine drauf schießen. So. Jetzt sieht das aber schon deutlich besser für uns aus, würde ich sagen. Wir sind hier bei den Russen. Und ich soll jetzt nochmal probieren, hier irgendwas durchzubekommen. Ja, die sollen mal ruhig kommen. Wir werden die hier aufhalten. Auftrag verstanden. Jawohl. Wird erledigt. Ja, jawohl. Haben wir jetzt eigentlich alle Bergarbeiter aktuell? Oh, wir haben hier noch Kavallerie. Verstanden. Jawohl! Damit haben wir das auch zum Einsturz gebracht. Fehlt nur noch eine Sache. Wir haben noch eine große Kanone zerstört, oder? Gibt es noch andere große Kanonen? Okay, Ulane, schnell, schnell, schnell. Ein weiterer Trupp Russen ist im Anmarsch. Ja, jetzt kommen aber viele hier auf einmal, meine Güte. Ein Trupp Russen ist im Anmarsch. Gut, dass jetzt die Kavallerie von der anderen Seite kommt. Hey, wie viele Truppen Russen wollen denn da jetzt noch kommen? Noch mehr Kavallerie, bitte. So, die haben gar keine Chance gegen unsere überlegene Kavallerie. Sollen sie es doch mal probieren. Dauert nur alles ein bisschen hier, bis wir alle abgeschlachtet haben. Wo wollen die denn jetzt hin? Auf der linken Seite? Können die auch noch entlang? Ja, die eine Kanone kriegen wir, glaube ich, knapp sogar. So, jetzt wollen wir mal hier alles vernichten. Okay, wir haben jetzt hier noch unsere Kanonen stehen. Okay, noch mehr Kavallerie. Ihr geht hier hin. Und ich brauche wieder Gold. Da unten ist noch Gold. Ja, ihr macht auf der anderen Seite bitte weiter. Auftrag. Ah, die Kulverinen schießen, perfekt. Ja, Auftrag. Ah, unsere Musketiere kommen hier genau richtig. Und die drei Ulane vielleicht auch noch. Vielleicht können wir es noch irgendwie aufhalten. Ah, mir fehlt hier gerade das Gold. So ein bisschen. Ja. Ja. Angriff. So, drei Ulane von euch hängt das jetzt hier ab. Okay, wir greifen hier mal an. Feuer. Ein weiterer Trupp Russen ist im Anmarsch. Oh, das wird knapp. Ah! Nein! Habe ich hier irgendwo Siedler? Nein, 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 nein. Ich brauche nur noch einen Schuss für die Kanone. Ich brauch Truppen. Schnell Truppen. Bevor die Kanone durchgeht. Schießt da drauf. Schießt auf die Kanone.
und vernichtet diese Kanone hier. Notfalls werden die Siedler geopfert. Schnell. Oh, wir müssen die Kanone abfangen. Vorwärts. Ihr müsst einfach nur schießen. Jetzt haben unsere Siedler sie vernichtet. Sehr schön. So, Kavallerie bitte den Rest regeln. Wir brauchen Gold. Einheiten. Gut. Wird alles geschickt. Dann ab in die feindliche Basis, würde ich sagen. Wir vernichten hier einfach mal alles. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Wir haben die Russen damit aufgehalten, würde ich sagen. Hervorragend, liebe Zuschauer. Hervorragend. Wir haben alle Pässe verriegelt. Es gibt nur noch einen großen Hauptpass, wo jetzt die Russen durchmarschieren können. Und darum kümmert sich John Black. I don't know exactly what happened on the mountain that day, but my grandfather wasn't the type to go down without a fight. Warwick. You're delaying the inevitable. The new world belongs to the Circle of Ossus now, Black. You shouldn't have taken Stuart. You're right. It seems you're the keeper of the family secret. There is no secret. Perhaps. Are you made of sterner stuff than your uncle? I so love a challenge. Fools! The powder! Powder. Do it. John Black may have made a lot of enemies in his life, but he died a hero. He knocked the Circle back on their heels so hard, it would take them decades to recover. By spring, Kenyon returned to his village. Life went on just as it had for years. Except that his sister had given birth to John's son. And though the Russians were gone, Kenyon knew other white men would follow, spreading like wildfire until they covered the land. But until then, he would live, work, and help raise his sister's son, my father, Nathaniel Black. Nathaniel Black. Ja, ich weiß leider nicht, wieso das jetzt nicht deutsch war. Im Originalspiel war das alles natürlich deutsch vertont. Aber gut, wir lassen uns davon nicht abbringen. Wir haben erfolgreich die Russen von Amerika ferngehalten und den Zirkel von Ossus einen richtig schweren Schlag versetzt. Wir haben ihre Armeen dort vernichtet und Warwick ist auch gestorben, zusammen mit dem Helden John Black. Ja, der hat einen Sohn, Nathaniel Black, deswegen werden wir jetzt auch bei der nächsten Folge nicht mit Emilia Black weitermachen, die ja hier alles erzählt, sondern mit Nathaniel Black und den Haudenosaunee Saunee. Und damit tatsächlich mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Da sind einige sehr interessante Missionen dabei. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn ihr neu seid, dann abonniert doch unten gerne den Kanal. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne immer eine Bewertung dalassen. Und ich freue mich auch immer über eure Kommentare, die ihr zahlreich dalasst. Freut ihr euch auch schon so auf den Unabhängigkeitskrieg? Wie findet ihr es, dass bei dieser jetzt folgenden, bei diesem folgenden Akt mal ein historischer Kriegsschauplatz beleuchtet wurde? Sollte das in Zukunft öfter kommen, wünscht ihr euch vielleicht noch eine weitere oder weitere Kampagnen von Age of Empires 3 zu historischen Schauplätzen, zum Beispiel in Europa? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.